Yo Leute, was geht ab und willkommen zu einem weiteren Apex Legends Video. Ihr wisst, wie es läuft, neue Season, neue Tierlist. Und natürlich zeige ich euch heute ein weiteres Mal äußerst ausführlich und aussagekräftig, welches die schlechtesten bis hin zu den besten Legenden in Season 14 sind. Nach dieser fein ausgearbeiteten Tierlist wisst ihr exakt Bescheid, welche Legenden in Season 14 gut sind, welche richtig krass und von welchen ihr besser die Finger lassen solltet. Wie bei allen meinen Tierlists ist es alles nur meine eigene Meinung und Einschätzung und es kann sein, dass eine Legende, die ich als nicht so gut empfinde und nicht sehr hoch in der Tierlist platziere, du aber als sehr stark und gut empfindest, da wir alle das Spiel auf unterschiedliche Weise spielen. Warum solltest du gerade meiner Tierlist deine Aufmerksamkeit schenken, wo doch so viele andere Tierlists auf YouTube rumschwirren? Naja, ganz einfach. Ich covere in meiner Tierlist alle Spiele und nicht so wie in den meisten Tierlists nur die Pro-Player. I mean, es gibt so viele Spiele da draußen und auch sehr viele, die vielleicht jetzt erst mit Season 14 das Apex-Spielen angefangen haben und gerade ihr braucht doch eine Tierlist, die euch direkt erzählt, was die besten und was die schlechtesten Legenden in dieser Season 14 sind. Aber das ist nicht der einzige Grund. Ich mache mir vor jeder Tierlist ausführlichste Gedanken, um alle Legenden objektiv und bestmöglich zu bewerten und in ein Tier einzuordnen. Und schlussendlich habe ich ein extrem ausgeklügeltes Konzept herausgearbeitet, mit welchem meine Tierlists nochmal sehr viel aussagekräftiger werden und sich wirklich an alle Spieler richtet, egal welchen Skill-Level sie entsprechen. Aber dazu später mehr. Dann wird es einige Spieler geben, die fragen werden, kann ich durch dieses Video meinen Main finden? Ja und nein. Klar, es gibt dir einen sehr guten Überblick, welche Legenden du mainen könntest, aber ich gehe hier in dieser Tierlist nicht explizit auf Einsatzzwecke und Spielweisen ein. Wenn du wirklich einen Main suchst, dann klick jetzt oben rechts auf das Video und dort gibt es einen detailreichen Guide, der dir helfen wird, genau die Legende zu finden, die am besten zu dir passt. Dann kannst du das verlinkte Video ja in Abstimmung mit diesem Video hier verwenden. Kommen wir zum wichtigsten Aspekt. Wie setzt sich diese Tierlist hier zusammen? Mein Ranking in dieser Tierlist setzt sich zusammen aus folgenden Kriterien. Die generelle Stärke einer Legende, die Möglichkeit, viele Kills zu erzielen, wie nützlich eine Legende für das gesamte Team ist und wie viel Spaß sie macht. Für, und jetzt genau zuhören, den normalen durchschnittlichen Pubs, also Duos und Trios-Spieler. Aber Pro-Player, keine Sorge, ihr kommt dank meinem ausgeklügelten Konzept auch noch auf eure Kosten. Aber es ist sehr, sehr wichtig, dass ihr diesen Aspekt im Hinterkopf behaltet, dass sich der Ausgangswert nach dem durchschnittlichen Pub-Spieler richtet, denn manche Entscheidungen und Rankings in dieser Tierlist können viele Pro-Player vielleicht im ersten Moment nicht ganz nachvollziehen und verstehen erst im Nachhinein, warum diese Tierlist so aufgebaut ist. Jede Legende bekommt in dieser Tierlist zusätzlich nochmal einen weiteren Indikator versehen, der nochmal unabhängig von der Tierposition für Pro-Player eine Aussage treffen soll. Sprich, das normale Ranking vom F, schlechtesten Tier, bis zum S, besten Tier ist für den durchschnittlichen Pub-Spieler vorhergesehen und die Indikatoren neben den Legenden sind für Pro-Player gedacht. Es gibt 5 Indikatoren, mit denen eine Legende in der Tierlist versehen werden kann. Es werden gleich noch zu Recht ein paar Fragezeichen bei euch im Kopf herumschwirren, aber wartet ab, bis ich alle 5 Indikatoren erklärt habe, dann gibt es ein veranschaulichendes Beispiel. Doppelpfeil nach oben. Dieser Indikator bedeutet, dass eine Legende, umso fortgeschrittener der Spieler ist, sehr stark eingesetzt und gespielt werden kann und sie im Ranking für einen Pro-Player eigentlich 2 Stufen in Klammern Tiers höher positioniert werden müsste. Pfeil nach oben. Dieser Indikator bedeutet, dass eine Legende, umso fortgeschrittener der Spieler ist, stark eingesetzt und gespielt werden kann und sie im Ranking für einen Pro-Player eigentlich 1 Stufe in Klammern Tier höher positioniert werden müsste. Strich. Dieser Indikator bedeutet, dass eine Legende sowohl für den durchschnittlichen Pub-Spieler als auch für den Pro genau die gleiche Position im Ranking einnimmt. Pfeil nach unten. Dieser Indikator bedeutet, dass eine Legende, umso fortgeschrittener der Spieler ist, stark an Wert verliert und sie nicht mehr so effektiv eingesetzt werden kann für Pro-Play und sie im Ranking für einen Pro-Player eigentlich 1 Stufe in Klammern Tier niedriger positioniert werden müsste. Doppelpfeil nach unten. Dieser Indikator bedeutet, dass eine Legende, umso fortgeschrittener der Spieler ist, sehr stark an Wert verliert und überhaupt nicht effektiv eingesetzt werden kann für Pro-Play und sie im Ranking für einen Pro-Player eigentlich 2 Stufen in Klammern Tiers niedriger positioniert werden müsste. Hier mal ein kleines veranschaulichendes Beispiel. Eine Legende befindet sich im D-Tier und sie erhält den Indikator Doppelpfeil nach oben. Dann bedeutet das, dass sie für einen Pro-Player, der mit ihr umgehen kann, mindestens in B-Tier positioniert werden müsste. Pfeil nach oben müsste also folglich
wirklich für einen Pro-Player in C-Tier platziert werden und bei einem Strich bleibt sie sowohl für den durchschnittlichen Standardspieler als auch für den Pro-Player eine D-Tier-Legende. Das gleiche Prinzip ergibt sich auch für den Pfeil, Schrägstrich die Doppelpfeile nach unten. Pfeil nach unten würde bedeuten E-Tier und Doppelpfeil nach unten würde bedeuten F-Tier. So, Prinzip klar, legen wir los. Wir haben in dieser Season 14 eine Art Movement-Distance-Meter, da sich einfach alles sehr schnell und hastig über die Map bewegt, aber trotzdem gefühlt aus allen Richtungen gesniped wird. Das ist auf jeden Fall wichtig zu wissen. Im High-Tier-Pro-Bereich dreht sich dann das Ganze gefühlt um und wir haben eine langsame, bedachte, taktische Meter mit etwas weniger Movement, da Movement im High-Tier-Pro-Play-Bereich meistens ein Beam in der Luft bedeutet, ja, und du dann einfach viel zu schnell down gehst, ohne dich dagegen wehren zu können. Los geht es mit dem F und dem E-Tier. Das fällt in Season 14 komplett weg, da es aktuell in Apex keine Legenden gibt, die völlig unbrauchbar sind, was wiederum zeigt, dass das Legend-Balancing in Apex aktuell wirklich gut gelungen ist und jede Legende so ziemlich mit der jeweiligen anderen Legende mithalten kann, auch wenn es natürlich hier und da ein paar Differenzen gibt. Also starten wir im D-Tier. Im D-Tier sind Legenden, die aktuell leider nicht so gut sind. Man kann sie zwar spielen, aber sie haben im Vergleich zu anderen Legenden leider zu große Nachteile. Mirage ist die einzige Legende im D-Tier und es tut mir echt ein bisschen leid, ihn dort positionieren zu müssen, aber mehr hat er einfach nicht drauf. Seine Köder sind einfach viel zu leicht zu durchschauen. Selbst wenn er mit seiner passiven Rest, kann man einfach viel zu leicht lokalisieren, wo er sich befindet, anhand von, ja, dem Sound, den er dabei abgibt. Also Mirage, tut mir leid, du bist leider mehr Quantität als Qualität und du bist eigentlich nicht wirklich nützlich. Was, ja, aktuelle Meta angeht, da kannst du einfach nicht mitmischen und auch im High-Tier-Pro-Bereich muss ich einfach sagen, da hast du nichts mehr zu suchen, weil jeder Spieler dort einfach sofort den echten Mirage erkennt, deswegen Pfeil nach unten. Weiter geht's mit dem C-Tier. Dort sind Legenden, die ganz gut sind, aber jetzt nicht übertrieben heftig. Sie sind schlichtweg einfach nur okay und solide. Den Anfang hier macht Bangalore. Bangalore ist einfach aktuell auf einem sehr, sehr harten Trip, weil, ja, wir haben einfach eine Scanner, Movement, Distanz, Wallhack, Meta mit viel Aufklärung und da kann sie einfach nicht mitmischen. Außerdem ist ihre Ulti wirklich problematisch, weil das ist so ziemlich eine der wenigen ultimativen Fähigkeiten, die Fluch und Segen zugleich sein können. Sie kann ultra krass sein, sie kann aber auch ultra hinderlich sein und wenn du sie falsch einsetzt, ist Bangalore einfach eine Riesenkatastrophe. Deswegen für den Standard-Pub-Spieler und für den High-Tier-Pro-Bereich-Spieler tatsächlich nur im C-Tier. Auch Revenant hat es nicht leicht, weil Revenant war mal so gut, die Rev-Taint-Bloodhound-Meta war einfach richtig krass. Die Zeiten sind allerdings vorbei, er wurde tatsächlich sehr, sehr stark genervt. Sein Kit ist tatsächlich nicht mehr der Rede wert, seine Ult ist immer noch relativ gut, aber einfach viel zu kurz. Und selbst mit einem Jump-Pad, wenn du auf die Gegner mit dieser Ult springst und kurzzeitig unsterblich bist, reicht es meistens einfach nicht, um wirklich einen dramatischen Unterschied zu bewirken. Deswegen muss ich leider sagen, sorry, Revenant, mehr ist für dich auch nicht drin. Bei der richtigen Handhabung im Pro-Bereich könnte man dir noch einen Pfeil nach oben geben, aber auch der mit einem sehr, sehr großen Fragezeichen dahinter. Ja, und auch Lifeline hat es nicht leicht. Es gibt einfach zu viele Fähigkeiten von anderen Legenden, die so ziemlich das Gleiche können, sei es jetzt Gibby, sei es jetzt Newcastle oder vielleicht sogar Mirage. Und ansonsten, was bietet Lifeline noch, was so richtig nützlich ist? Klar, so eine Drohne ist nicht schlecht und kann manchmal einfach separat zum Schild-Heal ganz praktisch sein, aber ihre Ult ist einfach nach wie vor viel zu laut und zu auffällig und ganz ehrlich, wenn eine Lifeline ihre Mates am Boden rest, werden die doch sofort gefinished und können nichts machen. Also, Lifeline, mehr ist nicht drin, tut mir leid. So, da sind wir schon im B-Tier angelangt. Dort befinden sich Legenden, welche echt gut sein können, einen soliden Playstyle haben und je nachdem, welcher Spieler sie spielt, sie meist auch gut und gerne höher in dieser Tierliste positioniert werden können. Den Anfang hier macht Watson. Watson eigentlich eine sehr, sehr gute defensive Legende, kann aber bei der aktuellen Movement-Distance-Meter eigentlich nicht viel ausrichten. Außer du bist so jemand, der sich das ganze Match lang in einem einzigen Haus vercampen möchte, dann vielleicht, aber das ist doch nicht der Sinn und Zweck von Duos und Trios. Deswegen, da kann sie einfach nicht viel machen. Im Open Field, und da bewegen wir uns heutzutage in der aktuellen Meta einfach am meisten, da kann sie nicht viel Schutz spendieren und deswegen ist sie da echt nur im B-Tier. Wenn es um langsameres, bisschen taktischeres Pro-Play geht, könnte man ihr einen Pfeil nach oben geben, könnte sie im A-Tier landen, aber mehr ist definitiv nicht drin. Ja, letzte Season noch im A-Tier, jetzt im B-Tier. Newcastle hat zwar einen Buff bekommen, steigt aber trotzdem eine Stufe ab und das auch zu Recht, weil auch er hat in Duos und Trios nicht so viel Impact, dass man sagen kann, wow, er ist ultra stark, er kann wirklich alles kontern, weil das kann er nicht. Mit seinen Fähigkeiten würde ich ihn tatsächlich sogar fast in C-Tier stecken, aber seine Ulti hat sogar noch einen
ein kleines bisschen Movement, deswegen landet er im B-Tier, aber ansonsten ist er einfach kein guter Beschützer vor der aktuellen Meta, was Duos und Trios angeht, weil einfach wirklich alles willkürlich, unüberlegt und ja, rasant passiert und dafür ist Newcastle einfach nicht der Richtige, aber auch bei ihm, genauso wie bei Watson, geht es in den Pro-Bereich, wo alles etwas langsamer ist, dort kann er auf jeden Fall im A-Tier mit positioniert werden. Ja, eine Legende, die in Pubs eigentlich nicht so gut ist und ich auch tatsächlich nicht so krass empfehlen würde, außer man hat ihn perfekt drauf, aber in Rank kann er richtig was ausrichten, ist Caustic. Caustic kann, wenn du ihn wirklich drauf hast, offensiv so brutal gefährlich gespielt werden und ja, damit kannst du wirklich böse, böse Sachen anstellen. Deswegen bekommt er auch, was Ranked angeht, definitiv einen Doppelpfeil nach oben. Aber wie gesagt, in Pubs hast du gefühlt nur Movement-Legenden, die können aus seinem Gas einfach ganz leicht escapen, können sich davor schützen. Bevor die Ulti bei dir landet, bist du schon längst wieder woanders. Das ist einfach zu gefährlich und naja, auf Distanz kann jetzt Caustic auch nicht so viel ausrichten. Deswegen, was Pubs angeht, nur im B-Tier. Vorletzter im B-Tier ist Crypto. Crypto ist halt das Problem, er chillt halt die meiste Zeit in seiner Drohne. Und ohne seine Drohne ist er tatsächlich komplett nutzlos. Das Problem ist nur, wenn er in seiner Drohne ist, hängt er einfach hinterher. Klar kann er seine Drohne jetzt auch einfach so rausschmeißen, ohne in der Drohne an sich zu landen. Aber um mit Crypto wirklich was erreichen zu können, musst du einfach in seine Drohne und dadurch hängt er hinterher. Das ist in Pubs ganz schlecht und das ist in High-Tier Pro-Rank eigentlich noch schlechter. Aber da kann man es noch rechtfertigen, dass wenn man ihn mit der richtigen Teamkomposition spielt, dass er ganz stark sein kann. Aber auch für mehr reicht es nicht. Deswegen Pubs und Pro-Play tatsächlich nur B. Schlusslich den B-Tier-Bereich macht Mad Maggie und das ist tatsächlich ziemlich erstaunlich, weil, naja, sie ist eigentlich schon eine sehr gute Legende geworden, gerade jetzt nach dem Buff, aber für A-Tier reicht es meiner Meinung nach nicht. Dafür gibt es einfach Fähigkeiten von anderen Legenden, die besser sind. Ihre Ult jetzt doppelt so lang zu haben, ist eine nice Sache und auch vor allem im Rank, High-Tier-Pro-Bereich, ist es tatsächlich sehr vorteilhaft, dass ihre Ult jetzt Gibby Bubbles zerstören kann, was heißt, sie ist ein brutaler Konter und wird in den höheren Rängen tatsächlich sehr oft vertreten sein, deswegen Pfeil nach oben. So, da fängt es auch schon an, richtig verrückt zu werden. Jetzt kommen wir zum A-Tier. Alles echt unglaubliche Legenden und in ganz vielen Szenarios und Teamkonstellationen sind diese Legenden hier absolut krass und holla die Waldfee. Diesmal haben wir wirklich so viele Legenden im A-Tier, dass man wirklich merkt, yo, das Legend-Balancing ist godlike und war tatsächlich noch nie besser. Eine der spaßigsten Legenden positioniert sich hier direkt als erster im A-Tier und zwar Octane. Octane ist einfach der Speedy Gonzales, auch wenn er jetzt einen neuen Voice-Actor bekommen hat, der wirklich nicht gut klingt. Ist er tatsächlich trotzdem eine Legende, mit der du vor allem in Duos und Trios sehr, sehr viel Spaß haben kannst. Du kannst verrückte Sachen anstellen, du kannst reinpushen wie verrückt, du kannst abhauen wie verrückt, du kannst dich vercampen wie verrückt, du kannst die krassesten Stunts machen wie verrückt. Also er ist eine verrückte Legende, aber solche Craziness hat in High-Tier Pro-Play einfach nichts mehr zu suchen. Deswegen dort auf jeden Fall Doppelpfeil nach unten. Aber was Pubs angeht, eine sehr spaßige Legende nach wie vor, wenn man sich mit der neuen Stimme von ihm anfreunden kann. Die nächste im Bunde ist Ashe und Ashe würde ich eigentlich tatsächlich sogar fast eins unter dem platzieren und zwar im B-Tier, weil ihre Fähigkeiten, ja, die hängen so ein bisschen hinterher. Ich weiß nicht wieso, aber da wäre eigentlich mehr drin und immer mehr Legenden kommen zu dem Spiel dazu, die bessere Fähigkeiten haben und eigentlich müsste Ashe runterrutschen. Trotzdem ist sie halt einfach vor allem in Duos und Trios immer noch ein richtig schönes Tool, um zu Third-Partien. Gerade auf einer Map wie Kings Canyon ist sie einfach wirklich ein Game-Changer, weil die Map nicht besonders groß ist. Mit ihrer Ult kannst du auch theoretisch aus Brenzling-Situationen Backuppen die Highground verschaffen. Also sie ist auf jeden Fall noch nice. Also habe ich mir gedacht, okay, bleibt sie im A-Tier, aber selbst im High-Tier-Pro-Segment mehr oder weniger ist nicht drin. Da positioniert sie sich einfach in A. Fuse im A-Tier, was ist da denn los? Ja, tatsächlich, Fuse ist diese Season ein richtig guter Konter zu so vielen Legenden, deswegen ist er so weit oben und er ist tatsächlich meiner Meinung nach nach wie vor sehr krass unterschätzt. Man kann tatsächlich sehr, sehr böse Sachen anstellen, wenn man ihn ein bisschen verstanden hat, aber trotzdem hängt er auch so ein bisschen hinterher und würde eigentlich fast ins B-Tier abrutschen, aber da die Season ein guter Konter ist, bleibt er tatsächlich im A-Tier, aber im High-Tier-Pro-Segment kann man mit ihm jetzt auch nicht mehr machen als in Pubs, deswegen Strich. Yo, Gibraltar im A-Tier. Was Pubs angeht, ist er definitiv eine A-Tier-Legende. Ranked, brauchen wir nicht drüber reden, S-Tier, unverzichtbar. Wobei er jetzt auch natürlich so einen Fadenbeigeschmack hat, weil, naja, die Gibby Bubble war halt das, was in High-Tier-Pro-Play immer so essentiell wichtig ist. Und die kann jetzt von Maggie zerstört bzw. gekontert werden. Deswegen schon eine kritische Sache. Ansonsten sehr, sehr starke Legende. Einfach nach wie vor die beste Schildfestung. Du kannst mit ihm einfach gefühlt alles abwehren. Positioniere deine Bubble, wenn gerade keine Maggie in der Nähe ist. Mach deinen Ultangriff und die Gegner haben tatsächlich nichts mehr zu lachen. Oh, wow, wow, wow. Vom S-Tier ins A-Tier.
hier. Valkyrie hat es tatsächlich durch den Nerf etwas erwischt, aber ich habe jetzt mit vielen Valk-Mains schon gesprochen, die sagen, hey, würde man nicht wissen, wie stark Valkyrie vorher war, würde man den Unterschied quasi nicht bemerken und immer noch sagen, sie ist eine sehr starke Legende. Und ich schließe mich dem tatsächlich an. Sie ist meiner Meinung nach immer noch sehr, sehr gut, sehr, sehr häufig im Game gesehen in der neuen Season. Eigentlich fliegt eigentlich so ziemlich in jedem zweiten Squad eine Valkyrie umher, also so schlimm hat sie es nicht erwischt, aber tatsächlich, was High-Tier-Pro-Play angeht, muss man sagen, wirkt ihre Passive tatsächlich sehr, sehr stark gegen ihre Ultimative, weil ihre Ultimative ist natürlich immer noch das beste Tool für Rotations und genau darauf kommt es in High-Tier-Pro-Play an, aber ihre Passive ist halt wirklich problematisch, weil mit ihrer Passive bist du mittlerweile halt einfach langsamer und tatsächlich kannst du nicht so krass gut schnell abhauen, weil du kannst ja den Jetpack auch bloß viermal aktivieren, bis er leer ist, was heißt also, gerade im High-Tier-Pro-Play wirst du mit dieser passiven Fähigkeit sehr, sehr schnell weggebeamt aus der Luft und hast nichts mehr zu lachen. Deswegen tatsächlich Pfeil nach unten. Sorry, Valk. So, natürlich auch wieder das Traumpaar vereint. Valkyrie und danach kommt Loba. Loba für Pups, meiner Meinung nach, eine der besten Legenden, vor allem gerade für Anfänger. Es ist einfach nice, immer den besten Loot zu haben. Jetzt, wo ihr Bracelet auch gefixt wurde, hat man auch wieder ein schönes Tool, um entweder in Fights reinzugehen oder davon abzuhauen. Also man kann sich nicht beschweren, man hat immer den besten Loot auf der Karte. Aber tatsächlich, was Pro-Play angeht, dort kommt es nicht mehr so auf Loot an. Loot wird einfach irrelevanter, weil Pro-Player wissen, wie sie taktisch mit jeder Waffe umgehen können und wie sie spielen müssen, damit es nicht auf den Loot ankommt und deswegen kriegt Loba da einen Pfeil nach unten. Oh yes, zu Season 13 einen fetten Buff bekommen und deswegen positioniert sie sich jetzt tatsächlich im A-Tier. Immer noch Rampart. Rampart ist tatsächlich von ganz unten fast schon bis ganz nach oben gekommen. Ihre Ulti ist einfach komplett broken. Du kannst, wenn du sie richtig einsetzt, theoretisch damit ein komplettes Team auseinandernehmen. Im A-Tier mischt sie definitiv mit, gerade bei einer Distance und Movement Meter, weil sie zum Beispiel im Vergleich zu Watson im Open Field das Ganze schon relativ gut abriegeln kann. Deswegen auf jeden Fall eine nice Sache und wie gesagt, yo, du kannst mit ihr einfach in Pubs sehr, sehr viel Spaß haben. Auch in High-Tier-Pro-Play kannst du sie nützlich einsetzen, weil diese Walls und diese Covers sind gerade, was Endgame angeht, tatsächlich ein sehr, sehr guter Game-Changer. Da kann man nicht meckern. Deswegen auf jeden Fall solider Platz im A-Tier. Vorletzte Legende im A-Tier ist Pathfinder. Pathfinder hat so ziemlich eines der uniquesten und einzigartigsten Movement-Fähigkeiten im Spiel. Allerdings ist halt sein Problem halt einfach diese immens große Hitbox. In Pubs kann man das noch verzeihen, in High-Tier Pro Rank ist es absolut katastrophal. Doppelpfeil nach unten, sorry, aber da ist deine Hitbox einfach zu groß und der Grapple kann das Ganze nicht kontern, schrägstrich rechtfertigen, deswegen muss man einfach sagen, im High-Tier Pro Play hast du nichts zu suchen, aber wer in Pubs einfach nur Spaß haben will, durch die Luft sliden will, kreatives Movement sich aneignen will, der sollte Pathfinder auf jeden Fall ausprobieren. Ja, wer aber im Gegensatz zu Pathfinder tatsächlich was im High-Tier-Pro-Play-Bereich zu suchen hat, ist Seer. Seer ist nach wie vor der absolute Scanner-King. Er ist die beste Scanner-Legende, die es gibt. Und vor allem das Krasse ist halt einfach wirklich, er hat eine Fähigkeit, mit der er andere Fähigkeiten blockieren kann. Sei es jetzt ein Heal, ein Res, ein Valk-Ult. Er kann einfach alles gefühlt abbrechen. Es ist einfach so nice und es ist tatsächlich ultra, ultra krass. Und wahrscheinlich seine stärkste Fähigkeit, dass er durch Wände sehen kann, dass er Gegner orten kann, ohne dass die Gegner davon was mitbekommen. Das ist einfach so strong, deswegen auf jeden Fall im High-Tier-Pro-Bereich ein Doppelpfeil nach oben. Für Pubs reicht es tatsächlich nur bis zum A-Tier, weil er tatsächlich nicht sehr leicht zum Spielen ist und auch bei einer aktuellen Movement-Meter muss man natürlich genau zielen und genau treffen, dass Seer seine Wirkung entfalten kann. Jetzt wird's wirklich OP. Die besten Legenden in Season 14 aktuell im Spiel. Eine OG-Legende, die eigentlich noch nie außerhalb von S-Tier war, ist Bloodhound. Bloodhound ist tatsächlich leichter zu spielen als Seer, was Pubs angeht und diese Tierlist richtet sich ja generell nach Pubs, deswegen muss man auf jeden Fall sagen, hey, hat er den Platz im S-Tier sich geschnappt, weil er leichter zu spielen ist, weil er tatsächlich auch noch mehr oder weniger eine Movement-Fähigkeit mit seiner Ult hat und das ist natürlich für Pubs aktuell bei der aktuellen Meta absolut nice und er ist einfach auch sehr, sehr schön für jeden Anfänger, deswegen S-Tier und auch in Ranked kann er fast so gut sein wie Seer, aber nicht ganz so gut. Er positioniert sich ein bisschen drunter, deswegen bekommt er dort einen soliden Platz im S-Tier, denn Seer hat ja einen Doppelpfeil nach oben bekommen, was heißt, er positioniert sich als fast einer der besten Legenden. Da ist Bloodhound ein bisschen weiter drunter, aber was Pubs angeht, ist er definitiv
definitiv die bessere Wahl. Yo, die nächste Legende im S-Tier ist Horizon und aus gutem Grund. Bevor jetzt wieder die ganzen Kommentare auftauchen, hey, Moment mal, Horizon ist doch niemals S-Tier. Doch, und ich sage euch auch genau warum. Sie ist der perfekte Konter für Vantage. Vantage ist definitiv eine der stärksten Legenden aktuell im Spiel und ihre taktische Fähigkeit ist gerade im Pubs einfach nur komplett broken. Und wer kann das am besten kontern? Richtig, eine Horizon. Sie kann ihren Gravitätslift auf den Boden schleudern, kann sich während dem Hochlaunchen, also während dem Hochfliegen, kann sie sich immer noch bewegen. Was heißt, die Schüsse können ihr nicht so viel anhaben wie zum Beispiel einer Pathfinder Zipline oder einem Valkyrie Jetpack. Da kann sie nicht so leicht aus der Luft gebeamt werden und sie kann genauso hohe Orte erreichen wie Vantage. Und deswegen ist sie ein sehr guter Konter, deswegen S-Tier. Und auch der kleine Nerf, den sie auf ihr schwarzes Loch bekommen hat, der eigentlich kein Nerf ist, sondern eigentlich nur eine Verbesserung, dass Gegner die Hitbox besser treffen können, der ist quasi zu vernachlässigen. Haust du 2 Granaten hinterher, werden die Gegner nach wie vor angesaugt. Selbst wenn sie das schwarze Loch zerschießen, trifft sie die Granate und können eigentlich nichts machen. Immer noch ein perfektes Tool, um einen ganzen Squad auf einmal auseinanderzunehmen. Und ja, wie gesagt, der perfekte Konter für Vantage und immer noch eine der besten passiven Fähigkeiten im Game. Die perfekte Legende für Advanced Movement, siehe Taxi 2G. Einfach eine absolute Göttin. Deswegen auch im High-Tier Pro-Bereich ein Pfeil nach oben und ein solider, verdienter Platz im S-Tier. Vorletzte Legende im S-Tier ist Wraith und Wraith war auch eigentlich wie Bloodhound schon immer richtig, richtig gut. Da kann man nichts anderes gegen sagen. Sie ist das perfekte Tool mit ihrem, Face tatsächlich, um aus Situationen rauszukommen, in Situationen reinzugehen, einfach überraschend aus dem Nichts mehr oder weniger aufzutauchen oder jetzt mit ihrem Portal tatsächlich Teammates aus brenzligen Situationen rauszubefördern. Sie ist einfach so vielseitig und nach wie vor eine S-Tier-Legende, aber im Pro-Bereich tatsächlich gibt es dort Fähigkeiten und Legenden, die besser sind, deswegen bekommt sie, was das angeht, einen Pfeil nach unten. Okay, ihr könnt es euch schon denken, Vantage ist die letzte Legende im S-Tier und das auch absolut zu Recht. Solange sie noch nicht genervt wird, ist sie definitiv eine der besten Legenden im Spiel. So einzigartiges und kreatives Movement kombiniert mit so starken Fähigkeiten ist einfach OP. Eine gestört krasse Passive, mit der sie ohne Waffen einen Dreifachscope hat, die Schilde des gegnerischen Teams sehen kann und einen Indikator bekommt, wie stark der Schussabfall sein wird, ist einfach krass. Ihre taktische ist Wahnsinn, so viel Movement-Kreativität hat niemand neben Pathfinder und tatsächlich vielleicht sogar noch besser als Pathfinder, weil die Range deutlich höher ist und es gibt Vantage einfach einen so einzigartigen Touch, diese Art von Movement zu beherrschen in Kombination mit den anderen Fähigkeiten, dass es einfach wirklich absolut broken ist. Und die Tatsache, sich immer Highground schrägstrich eine bessere Position verschaffen zu können, ist einfach so stark, gerade in Kombination mit ihrer Passive, dass man einfach sagen muss, wow, das ist so eine krasse Legende und wahrscheinlich wird sie tatsächlich leider Gottes einen Nerf bekommen. Wir werden es sehen, aber das ist ja noch nicht alles. Ihre Ulti, holy crap, der erste Schuss markiert den Gegner 50 Schaden, zweiter Schuss auf den gleichen Gegner hintereinander 100 Schaden und so weiter. Das ist einfach krass. Und jetzt noch die Tatsache dazu, dass wenn du tatsächlich mal mit deinem Schuss, mit deinem Snipe-Schuss den Gegner markierst, dass dann selbst deine Teamkameraden, wenn sie auf den Gegner schießen, den Schaden multipliziert bekommen, das ist einfach wirklich too much. Also wow, mehr kann man zu dieser Legende einfach nicht sagen. So stark, so krass, sowas von spaßig, ein absoluter Gamechanger und es trägt jetzt schon ihre Früchte, denn diese Season fühlt sich so krass anders vom Spielstil an und das gibt einfach eine neue Frische. Sie hat definitiv die Meta komplett verändert und das hat bisher noch nicht viele Legenden haben das geschafft, in so einer starken Weise das Spielverhalten so krass zu ändern. Und naja, auch wenn Movement-Fähigkeiten eigentlich im High-Tier-Pro-Play-Bereich nicht so gern gesehen werden, bietet ihr Kids so eine Einzigartigkeit, dass sie in Händen von Profis mit der richtigen Team- und Waffenkombination zum absoluten Albtraum wird. Deswegen ganz klar hier nochmal einen Pfeil nach oben und auch hier ist sie mit Seer und Horizon die beste Legende, da sie ein Konter für so viele andere High-Tier-Meta-Legenden bietet. Yo, mehr gibt es dazu so nicht zu sagen. Leute, solche Tierlists werden immer schwieriger, umso mehr Legenden wir bekommen. Es wird einfach zu viel und zu schwierig, das Ganze so kompakt und kurz wie möglich zu halten. Ich habe trotzdem mal wieder mein Bestes gegeben und yo, wenn ihr das gefallen oder weitergeholfen hat, lass unbedingt eine positive Bewertung da. Würde mich extrem krass freuen und mir extrem weiterhelfen. Und wenn du solche Guides in Zukunft nicht mehr verpassen willst, lass mir ein Abo da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen zum nächsten Video. Macht's gut, bis dann und ciao.